Oui, on a déjà ça. Oui, oui. Ah, ben, quand je vous donne la fin, il a dit que c'est plus agréable. Bravo. Was die Türkei angeht, ist klar, wir verhandeln mit dem Ziel des Beitritts und dies mit aller Entschiedenheit. Aber ich unterstreiche, was der Präsident gesagt hat, die Bedingungen, die in Kopenhagen festgelegt, die die Türkei sind, die die Türkei kennt, müssen von der Türkei erfüllt werden. Das ist doch ganz selbstverständlich, das weiß Premierminister Erdogan ebenso wie alle anderen, die daran beteiligt sind. Aber das Ziel ist für uns außer Frage. Wir verhandeln mit dem Ziel des Beitritts und die Europäische Kommission tut das auch. La décision sera prise lors du Conseil européen les 16 et 17 décembre. Cette décision s'appuiera sur la recommandation de la Commission que vous connaissez, qui est favorable à l'ouverture des négociations et je suis pour ma part favorable à la conclusion de la Commission. Vous connaissez parfaitement ma position sur la Turquie et mon souhait de voir rejoindre l'Union par la Turquie dès que les conditions le permettront. Nous avons deutlich gemacht, dass wir uns an dem Reformprozess, den die Kommission eingeleitet hat, beteiligen. Da gibt es